Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Letzter Schultag vor den Sommerferien und das sind die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und b der Grundschule in Barleben, die gleich ihre Grundschulzeit beenden werden. Im Bundesland sind es insgesamt knapp 200.000 Schüler, für die jetzt die großen Ferien beginnen. Und für die vierten Klassen im Land heißt das in 6 Wochen eine neue Schule mit vielen neuen Klassenkameraden. Doch vorher gibt es ein Kulturprogramm, das die dritten Klassen vorbereitet haben, denn die sind im nächsten Jahr die Großen in der Grundschule. Das Besondere an dieser Verabschiedung ist, dass diese Kinder die ersten sind, die ihre Grundschulzeit im gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule genutzten Gebäude beenden. Es ist jetzt 16 Monate her, dass aufgeregte Eltern massiv gegen die damals geplante Schulzusammenlegung von Grundschule und Ganztagsschule demonstrierten. Das hat sich, nachdem jetzt die beiden Schulen ein Jahr nebeneinander gearbeitet haben, deutlich entspannt. Ich denke, das haben wir sehr gut gemeistert. Also wir haben uns immer auf kurzem Dienstwege bei kleineren Problemen abgesprochen und getroffen. Und unsere verschiedenen Rhythmen haben dazu beigetragen, dass wir doch das Ganze sehr entschärft haben. Jetzt gibt es für alle die Grundschuldiplome, eine Rose und eine eigens für diesen Anlass gesponserte Medaille. Lehrer und Schüler sind stolz auf das gemeinsam Erreichte. Und das sind die besten Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs. Sie alle haben einen Zensurendurchschnitt von 1,4 oder besser. Beste Voraussetzungen für das Gymnasium. Und während ganz gentlemanlike Blumen an Lehrer und Mitarbeiter weitergereicht werden, noch ein Erfolg für das gemeinsame Schulkonzept. Es sind insgesamt 43 Schüler, die unsere Grundschule verlassen. Und man kann sagen, dass es sich pari pari verhält. Die Hälfte geht zum Gymnasium und die andere Hälfte geht auf Gemeinschaftsschulen oder Ähnliches. Das waren noch im letzten Jahr nur 10% und diese Entscheidung der Eltern stärkt die Gemeinschaftsschule in Barleben. Doch jetzt genug der kommunalen Bildungspolitik. Jetzt sind Ferien und die haben sich alle redlich verdient.